er ist absoluter Experte für euch, wie ihr eure Anfragen handelt, wie ihr dann eben zu Verkaufsabschlüssen kommt. Und hier ist er, einen fetten Applaus für Jonas Eisert. Danke dir. Übergebe ich an der Stelle an dich. Vielen Dank. So, hello, wer hat Lust, mehr Kunden zu finden? Was mit euch da hinten? Auch mehr Kunden? Nein? Okay, bei euch. Wer hat Lust, mehr Kunden zu finden? Sehr geil. Jeder, der jetzt die Hand gehoben hat, ist heute genau richtig hier, weil genau darum soll es heute gehen. Sina hat mich gerade schon vorgestellt. Ich glaube, die meisten haben auch mein Gesicht schon mal gesehen, wurden wahrscheinlich von unserer Werbung überall verfolgt. Und ja, heute seid ihr hier in München. Ich finde es mega, mega geil, dass ihr hier seid. Trotz Schneechaos, trotz Corona-Situation und so weiter, dass ihr trotzdem euch heute an einem Samstag die Zeit genommen habt. Extrem geil, mein größter Respekt. Und wir werden heute alles geben, damit sich das für euch auch wirklich lohnt. Erstmal eine Frage vorweg. Wie findet ihr aktuell eure Kunden? Meldet euch einfach oder ruft einfach rein. Wo kommen aktuell eure Kunden her? Einfach reinrufen. Empfehlungen, Kaltakquise, wie noch? Facebook, durch den Loftfilm, sehr gut. Wie sonst noch, wie findet ihr eure Kunden? Google. Okay, also ihr seht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kunden zu finden. Ja, wir haben zum Beispiel Empfehlungen eben gehört. Empfehlungen ist auch eine valide Möglichkeit, Kunden zu finden. Es gibt Netzwerk, ja, ich kann in meinem Netzwerk Kunden finden. Ich kann auf Messen gehen, auf Events und da Kunden finden. Ich kann auch Online-Kunden finden. Das Problem ist, die meisten wissen gar nicht genau, wo kam der Kunde her. Der hat mich irgendwie online gesehen, hat irgendwie bei uns angerufen, ist über unsere Webseite gestolpert, hat eine Anfrage gestellt. Wenn ihr so Kunden findet, ist das erstmal gut, weil es gibt keinen falschen Weg, Kunden zu finden. Aber diese Methoden, die ich hier aufgeschrieben habe, haben einen entscheidenden Nachteil. Empfehlungen zum Beispiel. Das ist schön, wenn ihr Empfehlungen bekommt. Das bedeutet, ihr macht einen guten Job. Das bedeutet, eure Kunden sagen, hey, dieser Dienstleister, dieses Produkt ist so gut, ich möchte das weiterempfehlen. Das Problem ist, ihr könnt das nicht skalieren, ihr habt das nicht im Griff. Wenn ihr diesen Monat einen Kunden bekommen habt durch eine Empfehlung, dann könnt ihr nichts tun, um zu sagen, hey, nächsten Monat finden wir jetzt 10 oder 100. Das geht nicht. Vielleicht findet ihr nächsten Monat wieder einen, vielleicht auch zwei. Ihr werdet es aber nicht 10x. Netzwerk das Gleiche. Ja, wenn ihr hier oder da eine Empfehlung aus eurem Netzwerk bekommt, ist das super, ist das cool, die nehmen wir natürlich mit. Aber auch hier, ihr könnt das schwer aktiv ankurbeln. Messen. Ihr habt jetzt eine Messe, findet da 10 Kunden, super. Jetzt dauert es aber ein ganzes Jahr, bis die Messe wieder stattfindet. Im schlimmsten Fall fällt sie sogar aus wegen Corona. Ja, und ihr habt einfach keinen Weg, die Kunden zu finden, wie ihr es letztes Jahr gemacht habt. Und zufällig online ist auch so eine Sache. Ja, super, wenn das irgendwie klappt. Aber auch da, wie könnt ihr damit planbar wachsen? Sina hat es gerade schon mal gesagt, so die Entwicklung von Loftfilm. Ja, im ersten Jahr haben wir mit Loftfilm ungefähr 300.000 Euro Umsatz gemacht. Im zweiten Jahr waren es ca. 3 Millionen Euro Umsatz, also verzehnfacht. Und dann letztes Jahr waren es ca. 6 Millionen Euro Umsatz, also nochmal verdoppelt. Und wieso sage ich euch das? Zum einen will ich ein bisschen angeben und ich finde das ziemlich cool. Zum anderen aber, dass ihr seht, wie schnell ein Unternehmen wachsen kann, weil man eben nicht nur von Empfehlungen, Netzwerk, zufälligen Glückstreffern abhängig ist. Das geht und das geht mit Online-Marketing, wenn man es richtig macht. Und genau das wollen wir euch heute zeigen. Wir wollen euch alles zeigen, wie ihr euren Loftfilm einsetzt, natürlich, aber noch darüber hinaus. Ja, alle Tools, die ihr braucht, die uns geholfen haben, erfolgreich zu werden. Und zwar in so schneller Zeit, ja, so schnell zu wachsen. Und jetzt habt ihr vielleicht den einen oder anderen Einwand im Kopf. Vielleicht sagt ihr sowas wie, hey, Facebook, ich bin im B2B-Bereich, Facebook funktioniert für mich nicht. Ist ein Einwand, den wir immer wieder hören. Ja, so ein Glaubenssatz, Facebook funktioniert nicht im B2B. Ja, meine Kunden sind nicht auf Facebook. Aber kurze Frage, wer hat schon mal eine Facebook-Werbung von uns gesehen? Handzeichen. Ihr seht fast jeder und hier im Raum sitzen nur Unternehmer und Unternehmerinnen. Das heißt, auch Unternehmer und Unternehmerinnen, auch eure Zielgruppe ist online, auf Facebook oder auf LinkedIn. Weiterer Einwand. Das klingt immer so leicht, Jonas, wenn du das sagst, aber wenn das wirklich so einfach wäre, dann wird das doch jeder machen. Nicht falsch verstehen, es ist nicht einfach. Ich sage nicht, ihr müsst einfach irgendwie was auf Facebook hochladen und dann werdet ihr reich. So funktioniert das nicht. Ihr müsst schon wissen, was ihr tut. Genau deshalb seid ihr heute hier, ja, dass wir euch das zeigen können. Das ist nicht einfach, aber es funktioniert.
Weitere Einwand. Hey, ich bin Unternehmer, ich habe viel zu tun, ich habe ein Tagesgeschäft, ich habe dafür keine Zeit. Ich kann mich damit nicht beschäftigen. Und auch da sage ich, wir haben alle die gleiche Zeit. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Die Frage ist, wie nutzt ihr diese Zeit? Und ich bin der Meinung, es gibt nichts Wichtigeres, als Kunden zu finden für euer Unternehmen. Und ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr die Zeit nutzt. Ihr seid heute alle hier, deshalb habt ihr euch aktiv dafür entschieden. Keine Zeit ist keine Ausrede. Ja, ihr könnt höchstens sagen, ist mir nicht so wichtig, ich habe da keine Prio drauf. Aber die Zeit habt ihr und die findet ihr auch, wenn es euch wirklich wichtig ist. Angst, Geld zu verbrennen. Wer hat schon mal auf Facebook Geld verbrannt, irgendwie eine Werbung geschaltet, die nicht funktioniert hat? Auch der ein oder andere. Das gehört mit dazu, das passiert. Aber ihr solltet nicht aus Angst, dass es nicht klappt, sagen, ich fange gar nicht erst an. Wir waren nicht die erste Erklärvideoagentur, die es jemals gab. Auch wenn heute das viele vielleicht denken. Aber als wir angefangen haben, gab es auch schon viele andere Erklärvideoagenturen. Und die hatten vielleicht auch Angst, Geld zu verbrennen. Oder auch gesagt, ich habe keine Zeit, mich mit Online-Marketing zu beschäftigen. Und der Grund, warum wir die überholt haben, alle zusammen, innerhalb von nur 3 Jahren, ist, weil wir eben gesagt haben, wir riskieren das. Und wir haben auch schon Facebook-Werbung geschaltet, die mal nicht profitabel war. Wir haben auch schon Sachen probiert, die dann nicht direkt geklappt haben. Das gehört mit dazu. Also auch das sollte euch nicht zurückhalten. Und die letzte Frage, die wir immer wieder hören, ist, funktioniert das auch für mich? So, ja, Loftfilm, das klappt, das ist ja schön und gut, freut mich für euch, aber klappt das auch in meiner Branche, für meine Kunden? Und Sina hat es vorhin schon mal erwähnt, wir haben ein Coaching-Programm, bei dem wir unseren Kunden helfen, auch Facebook-Werbung zu schalten. Ja? Auch diese Methoden, die wir nutzen, zu nutzen. Einige von den Teilnehmern aus dem Coaching sind auch hier. Und wir sehen immer wieder, dass es funktioniert. Nicht nur für uns, ja? Auch für viele, viele, viele unserer Kunden. Es funktioniert, ja? Und es wird auch für euch funktionieren, wenn ihr es richtig macht. Und wie ihr das macht, das wollen wir euch heute zeigen. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Ich möchte euch jetzt einmal vorab, bevor dann die ganzen anderen Experten kommen, bevor wir dann in die Details eintauchen, in die einzelnen Themen, die für euch relevant sind, möchte ich euch vorab einmal so einen Überblick geben, ja, mit den 4 wichtigsten Regeln, die es gibt, damit Marketing oder Online-Marketing für euch überhaupt funktionieren kann. Und die wichtigsten 4 Faustregeln, die ihr euch jetzt merken solltet, und ihr werdet die im Laufe des Tages auch immer wieder wiedersehen und wiederfinden. Ja, das heißt, das ist so die Grundlage. Alles andere, was später kommt, baut dann darauf auf. Also, Punkt Nummer 1. Ihr solltet euch auf das fokussieren, was bereits funktioniert in eurem Unternehmen. Das größte Potenzial ist immer darin, in den Dingen, die bereits funktionieren. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, das Shiny Object Syndrom. Es kommt eine neue Idee. Ah, TikTok, das ist doch eine geile Idee. Ich habe mal gehört von einem befreundeten Unternehmer, die finden ganz viele Kunden über TikTok. Da sollten wir jetzt auch drauf springen. Ja, oder, oh, wir könnten ja noch das machen, wir könnten ja noch das machen. Und ich habe das schon ganz oft beobachtet von Unternehmern, die einen gewissen Erfolg haben, die auf ein gewisses Level kommen, die das Gefühl haben, hey, es klappt jetzt alles bei uns. Und die dann plötzlich sagen, jetzt habe ich die nächste gute Idee. Ich mache jetzt noch das dazu. Ich baue jetzt noch eine Software für meine Kunden. Ja, oder ich mache noch ein zweites Standbein auf. Oder ich mache ein komplett neues Akquisesystem auf, wie auch immer. Anstatt einfach das zu pushen, was bereits funktioniert. Also es ist viel einfacher, etwas, was schon funktioniert, zu vergrößern und zu verbessern, als etwas komplett Neues aufzubauen. Und ich habe mal 2 konkrete Beispiele mitgebracht von Kunden von uns. Und zwar, ich habe eben gesagt, Empfehlungen kann man nicht skalieren. Und das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, aber selbst da kann man aktiv pushen. Das ist ein Kunde von uns, David Tappe. Das sind Finanzdienstleister, die helfen, dir dein Vermögen anzulegen, ja, und daraus mehr Vermögen zu machen. Und die haben schon vorher, als sie zu uns gekommen sind, viele Empfehlungen bekommen. Die haben gesagt, wir stellen immer die Frage, ihr kennt die alle, ja, wo kommen aktuell eure Kunden her? Ja, hauptsächlich Empfehlungen. So. Und wir haben uns gedacht, hey, die werden schon aktiv weiterempfohlen. Kunden finden das so gut, dass sie, ohne dass sie gefragt werden, schon Empfehlungen schicken. Dann könnten wir das doch pushen. Und wir haben einen Erklärfilm für die gemacht, der nur darauf ausgelegt ist, mehr Empfehlungen zu bekommen. Hey, du bist glücklicher Kunde bei Tappe Consulting, empfiehl uns doch weiter. Das kannst du so, so und so machen. Das heißt, anstatt zu sagen, wir bauen was komplett Neues, was wir jetzt komplett neu testen müssen, pushen wir doch lieber das, was bereits funktioniert und was es bereits gibt. Ein zweites Beispiel, ich habe auch ein paar Filme mitgebracht. Ja, die Filme, die ich jetzt zeige hier, das sind immer Beispiele. Ja, das Film ist natürlich unser Medium, aber die Theorie dahinter, die Psychologie dahinter, die funktioniert auch in allen anderen Bereichen. Ja, also seht den Film einfach als Beispiel oder als Ideenanregung. Also,
Ich zeige einfach mal den Film, den ersten Film, den wir hier für Floror gemacht haben. Kennst du deinen Hautzustand? Es gibt 6 verschiedene Hautzustände. Viele Frauen kennen ihren Hauttypen, aber nicht ihren Hautzustand. Die Folge? Sie nutzen Cremes, die ihrer Haut nicht optimal helfen oder sogar schaden. Marie hat Hautzustand 1 und die perfekte Creme für sich gefunden. Julia nutzt die gleiche Creme. Allerdings hat sie Hautzustand 2. Diese Creme ist für ihre Haut zu fettig, verstopft die Poren und führt zu Pickeln. Sandra hat Hautzustand 3. Ihre Haut erhält durch die gleiche Creme nicht genug Feuchtigkeit. Dadurch wird Sandra bald Falten bekommen. Nur wenn du deinen Hautzustand kennst, kannst du die richtige Creme für dich wählen. Finde in nur 3 Minuten heraus, welchen Hautzustand du hast und welche Cremes am besten für dich geeignet sind. Mache jetzt unseren kostenlosen Online-Test und nutze nie wieder die falsche Creme. Okay, das war der erste Film, den wir gemacht haben und der wurde so eingesetzt. Also es gab eine Facebook-Werbung mit genau diesem Film. Einige Frauen haben dann auf diese Facebook-Werbung geklickt und gesagt, hey, ich möchte diesen Test machen. Das heißt, es gab so eine Art Online-Fragebogen, den man ausfüllen kann, wo man ein paar Fragen über seine Haut beantworten musste und dann hat man ein Ergebnis bekommen. Und auf diesem Ergebnis heißt es, hey, du hast Hautzustand X und jetzt haben wir die perfekte Creme für dich, ja, die du jetzt hier kaufen kannst. Mach einfach den Checkout und kauf das. Danach kam der Checkout. Ihr kennt das, Kreditkartendetails angeben und so weiter. Und dann hat man einen Kunden gewonnen. Das hat auch gut funktioniert. Das Ergebnis war gut. Floror ist auf uns zurückgekommen, hat gesagt, Loftfilm, was können wir noch machen? Ich würde gerne einen weiteren Film machen, weil das hat einfach gut geklappt. Und er hat ein paar Ideen mitgebracht und hat gesagt, ja, wir könnten ja noch das machen oder das, komplett neue Ideen. Wir haben gesagt, hey Floror, anstatt dass wir jetzt etwas komplett Neues anfangen, lass uns doch lieber erstmal schauen, was funktioniert und was wir da vielleicht noch rausholen können. Wir haben uns mal die Daten angeschaut und gesehen, dass es natürlich bei jedem Schritt eine bestimmte Anzahl an Leuten gibt, die abspringen. Und der größte Absprung war beim Checkout, beziehungsweise beim Ergebnis. Also da, wo du jetzt wirklich auf jetzt kaufen klicken musst, und dann zu der Kreditkarte kommst. Das heißt, wir haben gesehen, viele Leute klicken auf die Werbung, viele Leute füllen den Fragebogen aus. Beim Ergebnis gibt es viele, die dann sagen, hey, ich habe jetzt meinen Hautzustand, aber die Creme kaufe ich trotzdem nicht. Also haben wir uns überlegt, was können wir machen, um hier vielleicht noch mehr rauszuholen, anstatt was komplett Neues aufzubauen. Haben einen zweiten Film gemacht, der nur darauf ausgelegt ist, Frauen, die jetzt ihren Hautzustand kennen, die jetzt sagen, okay, ich brauche hier vielleicht diese oder diese Creme, denen nochmal mehr Vertrauen zu geben und zu sagen, das ist, warum du jetzt bei uns kaufen solltest. Das ist, warum du uns vertrauen kannst. Achtet mal darauf, wie viel Vertrauen dieser Film liefert. Ihr werdet es gleich hören, hergestellt in Deutschland, zertifiziert, keine Chemie und so weiter und so weiter. Wo es einfach nur darum geht, an dieser Stelle, auf dieser Webseite die Absprungrate zu reduzieren. Finde die perfekte Creme für deinen Hautzustand bei Aroma Garden. 100% aller Zutaten in jeder Creme sind Naturstoffe, 95% sogar Bio. Die Chemiebranche versucht seit Jahrhunderten, die Effekte der Natur künstlich zu erzeugen. Das Ergebnis? Wir setzen unsere Haut Giften wie Alkohol oder Silikonen aus. Nach 10 Minuten landen diese in unserer Blutbahn. Mineralöle verstopfen unsere Poren. Nur mit natürlichen Produkten erzielst du nachhaltige Verbesserungen. Aroma Garden vereint jahrhundertealte Erfahrung mit modernen medizinischen Erkenntnissen. Minzöl zum Beispiel regt die Mikrozirkulation an. Zeder sorgt für einen Ausgleich der Talgproduktion. Und Yang-Yang-Öl hilft den Zellen, sich zu regenerieren. Nicht umsonst hat Aroma Garden mehr als 30.000 glückliche Kundinnen. Hergestellt wird jede einzelne Creme in unserem Labor in Deutschland. Das wird regelmäßig von einer unabhängigen Kontrollstelle geprüft. Die Cremes sind dermatologisch getestet, vegan und ohne Tierversuche. Und bist du nicht zufrieden, bekommst du dein Geld zurück. Bestelle deine Creme bei Aroma Garden, dem Sieger des German Beauty Awards in der Kategorie Best Natural Brand und spüre schon nach kurzer Zeit die Veränderung. Ihr habt es gesehen, im ersten Film ging es darum, mach jetzt den Fragebogen, mach den Test. Im zweiten Film ging es darum, kaufe jetzt bei uns. Und wir haben nur durch diesen Film nochmal die Absprungrate um 15% reduziert. Das bedeutet, das gleiche System, was vorher schon funktioniert hat, hat jetzt einfach nochmal viel besser funktioniert. Mit einem ganz kleinen Hebel, ohne dass man was komplett Neues sich ausdenken muss.
Also Takeaway Nummer 1, wenn es etwas gibt, was bei euch bereits funktioniert, überlegt erstmal, wie können wir das vielleicht nochmal verstärken, bevor ihr sagt, komm, wir überlegen uns was komplett Neues. Regel Nummer 2, organisches Social Media ist ein Mythos. Wir haben immer wieder Kunden, die sagen, ich möchte einen YouTube-Kanal aufbauen. Wir haben immer wieder Kunden, die sagen, ich möchte ganz viel Facebook-Content posten. Ich möchte jeden Tag eine Instagram-Story machen. Ich möchte auf Social Media bekannter werden. Das ist auch eine valide Technik oder eine valide Methode in Ausnahmefällen. Wenn ihr schon einen großen YouTube-Kanal habt mit 50.000 Abonnenten, dann Regel 1, das machen, was eh schon funktioniert. Wenn ihr das aber noch nicht habt und die meisten haben das nicht, dann ist Social Media organisch sehr schwierig. Das hat sehr viele Nachteile. Schauen wir es uns mal an. Also organisch heißt, dass ihr praktisch postet, ohne dass ihr Facebook, Instagram, LinkedIn Geld gebt, sondern einfach nur organisch das postet. Nachteil Nummer 1, es wird sehr viel Content benötigt. Ihr könnt nicht einfach einen Film machen, einen Post machen und hoffen, dass ganz viele Anfragen kommen. Warum? Weil ihr habt noch keine Fans, ihr habt noch keine Follower. Bezahlt, eine einzige gute Werbeanzeige kann Millionenumsätze generieren. Wir haben eine Ad, eine einzige Ad, ein einziger Film von uns, der hat mehr als 1 Million Euro Umsatz gebracht. Wir haben auch einige Kunden, die das geschafft haben. Ja, das geht mit organisch nicht, wenn ihr noch nicht die Reichweite habt. Eingeschränkte Reichweite. Ja, das sehen nur eure Fans, eure Follower, die euch sowieso schon kennen. Bezahlt, es kann gekauft werden. Ihr gebt Facebook und Co. Geld dafür, dass die eurer Zielgruppe eure Beiträge zeigen. Organisch ist langwierig. Ihr könnt, wenn ihr heute anfangt, könnt ihr damit rechnen, dass ihr vielleicht in 3-4 Monaten die ersten Ergebnisse bekommt. Bei bezahlter Werbung ist es so, eine Werbeanzeige, die ihr heute aktiviert, kann morgen schon die erste Anfrage bringen. Und organisch ist eben auch nicht skalierbar. Wenn ihr 100 Follower habt und ihr macht einen Post und einer von den 100 fragt danach bei euch an, könnt ihr nicht sagen, ich mache morgen 10 Posts und dann fragen 10 bei mir an. Das funktioniert nicht. Es sehen ja wieder die gleichen 100 Leute, die das vorher schon gesehen haben. Bei bezahlt geht das schon. Wenn ihr mehr Budget ausgibt, mehr Geld an Facebook und Co. gibt, werden auch mehr Menschen das sehen. Und ich zeige mal ein konkretes Beispiel. Das ist jetzt unser YouTube-Kanal. Ja, wir hatten bis vor 2 Monaten keinen YouTube-Kanal, mit dem wir wirklich irgendwas gemacht haben. Wir haben jetzt damit angefangen. Also ihr seht, wir haben schon über 10 Millionen Euro Umsatz gemacht, ohne irgendwas auf YouTube zu machen. Und ihr seht das jetzt hier. Ja, ab einer gewissen Größe macht es dann vielleicht schon Sinn, ja, ist dann schon sinnvoll, auch andere Plattformen zu bespielen. Aber ihr seht das hier ganz gut. Wir haben aktuell 589 Abonnenten, also nicht mal 600 Abonnenten. Das ist wirklich wenig, auch für einen kleinen YouTube-Kanal. Ihr seht auch hier, wir haben teilweise 200 Aufrufe, teilweise 2000 Aufrufe, 1300 Aufrufe. Also sehr, sehr überschaubar. Das sind die organischen Videos, die wir einfach so posten und drehen. Aber der Film hier hat über 1 Million Aufrufe. Wie geht das? Weil wir YouTube Geld dafür gegeben haben und gesagt haben, YouTube, bitte zeig das unseren Kunden oder unseren potenziellen Kunden. Ja, und das ist genau der Film, der über 1 Million Euro Umsatz gebracht hat. Warum? Weil wir dafür bezahlt haben, dass es ganz viele Menschen sehen. Übrigens, den YouTube-Kanal könnt ihr gerne abonnieren. Wir haben da oft auch coole Kunden, ja, Experten, die wir da interviewen und einfach, wo wir Wissen teilen. Also wenn ihr Lust habt, Loftfilm erklär Videos, könnt ihr gerne auch folgen. Und wir machen da wirklich coolen Content. Aber was ich euch hier zeigen wollte, ist, ihr seht, komplett ohne Reichweite, 600 Abonnenten gerade mal. Und trotzdem konnten wir über 1 Million Menschen unseren Loftfilm zeigen, weil wir dafür bezahlt haben. Also zweites Takeaway, lieber bezahlte Werbung machen als organisch. Außer natürlich, ihr habt jetzt schon irgendwie einen großen Kanal, den ihr nutzen könnt. Müsste ich jetzt mal genau, also die Frage ist, wie viel haben wir dafür bezahlt? Wie viel wir genau für dieses eine Video gezahlt haben, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass wir letztes Jahr alleine über 1 Million Euro ausgegeben haben für alle Kanäle, Facebook, LinkedIn und YouTube und Google zusammen und für alle Videos. Ja, wir haben natürlich mehr Werbeanzeigen als die eine. Ja, also wir haben ungefähr 1 Million Euro ausgegeben, ein bisschen mehr und eben ungefähr 6 Millionen Euro Umsatz damit gemacht. Ja, wie viel jetzt genau für diesen Film, genau für YouTube, müsste ich in den Account schauen, habe ich nicht parat die Zahl. Okay, Regel Nummer 3, du brauchst ein Funnel. Was ist ein Funnel? Ein Funnel ist im Prinzip ein System, das dir Kunden bringt. Das ist das englische Wort für Trichter. Ich zeige mal ein Beispiel Funnel von Loftfilm, den der ein oder andere wahrscheinlich schon durchlaufen ist. Und zwar ist das eine Facebook-Werbeanzeige. Ihr seht das, da steht ein Text drüber. Da ist ein Video von uns eingeblendet. Und es gibt einen Button, da kann man draufklicken.
Wenn man auf diesen Button draufklickt, kommt man auf unsere Webseite, kann sich die Webseite anschauen, dann gibt es ein Button kostenloses Erstgespräch. Die allermeisten von euch haben genau da draufgeklickt, haben dann den Fragebogen ausgefüllt und sind dann auf eine Danke-Seite gekommen. Und wir hatten euren Kontakt und konnten euch anrufen und mit euch ein Erstgespräch machen. So. Warum ist das ein Funnel? Ihr seht, das ist ein Trichter, der wird von oben nach unten immer dünner. Ja, man durchläuft den von oben nach unten. Ja, und in diesem Beispiel, was ich euch gerade gezeigt habe, ist es eben so, man sieht die Werbung, ja, eine bestimmte Anzahl an Menschen sehen diese Werbung, aber nicht jeder klickt drauf. Ja, ganz klar, ein bestimmter Prozentsatz klickt drauf, die klicken und kommen auf die Webseite. Von allen, die auf die Webseite kommen, wird auch nicht jeder sich eintragen, aber eben ein bestimmter Prozentsatz stellt bei euch eine Anfrage. Und von denen, die eine Anfrage stellen, wird nicht jeder zum Kunden, aber eben ein bestimmter Prozentsatz. So. Beispielhaft kann das so aussehen, 1000 Leute sehen die Werbung, 30 davon klicken drauf, von den 30 stellen 3 eine Anfrage und wenn ihr einigermaßen gut im Verkaufen seid und die Qualität der Anfrage passt, ja, solltet ihr daraus einen Kunden gewinnen. Und das Wichtige jetzt ist Folgendes, und zwar, dass ihr das wiederholen könnt. Ihr könnt diese Werbung jetzt wieder 1000 Menschen zeigen, und zwar indem ihr dafür bezahlt. Und ihr könnt das sogar skalieren. Ihr könnt sagen, ich gebe jetzt 10-mal mehr Geld aus, zeigt das 10-mal mehr Menschen, also 10.000 Menschen und bekommt dann dadurch 10 Kunden statt nur einen. Und nur wenn ihr so ein System habt, das ihr immer wieder wiederholen könnt und im besten Fall auch skalieren könnt, nur dann könnt ihr auch so schnell wachsen, wie wir das gemacht haben. Ja, es gibt weitere valide Funnel, das ist jetzt nicht nur Facebook-Werbung, ja, zum Beispiel auch E-Mail-Marketing. Ja, ihr sagt nicht, macht E-Mail-Marketing, ich will euch nur sagen, es ist in der Theorie auch ein valider Funnel, wenn du 1000 E-Mails schickst und 30 E-Mails geöffnet werden und du 10 Antworten bekommst und 2 Telefonnummern und einen Kunden gewinnst und du das wiederholst, ist auch das ein valider Funnel. Es ist in der Theorie ein System, was immer wieder funktioniert. Genauso wie Kaltakquise übrigens. Ja, auch das funktioniert. Man kann immer wieder 100 Telefonnummern wählen, jeden Tag. Und man kann auch einen zweiten Telefonisten mit dazu setzen und sagen, jetzt ruf mir doppelt so viel an. Also auch das ist ein Funnel. Und noch eine Sache, mit der ich angefangen habe, ihr erinnert euch an das Bild, wo ich auf dem Bett sitze mit dem Laptop, auf LinkedIn einfach Kontakte anschreiben. Hey, ich habe gesehen, du bist Unternehmer, du hast ein erklärungsbedürftiges Angebot. Wäre es vielleicht für dich interessant, dein Angebot kurz und knapp zu erklären? Nicht jeder wird zurückschreiben, aber der ein oder andere. Das bedeutet, nochmal zusammengefasst, die dritte Regel, ein Funnel, ein System, das ihr wiederholen könnt, immer wieder nutzen könnt, im besten Fall auch skalieren könnt. Und jetzt haben wir noch einen vierten Punkt und der ist super wichtig. Wer von euch hat schon mehr als 2 Werbungen von Loftfilm gesehen? Fast jeder. Wieso machen wir das? Wieso zeigen wir immer und immer und immer und immer wieder Werbung? Ja, und obwohl ihr Kunden seid, seht ihr wahrscheinlich immer noch andauernd Werbung von uns. Vielleicht auch auf Facebook und auf YouTube. Überall seht ihr unsere Filme. Wieso? Weil die meisten Interessenten kaufen nicht beim ersten Kontaktpunkt. Dass jemand sagt, hey, ich sehe hier eine Werbung, ich finde das geil, ich klicke drauf, trage mich ein und kaufe direkt, das passiert selten. Und deshalb müsst ihr im Marketing mehrere Kontaktpunkte schaffen mit eurer Zielgruppe. Es reicht nicht einmal zu sagen, hey, übrigens, hier sind wir, das machen wir, ja, kauf oder nicht. Der ein oder andere wird draufspringen, ja, der ein oder andere wird sich trotzdem bei euch melden, aber die wenigsten. Und ihr müsst es schaffen, immer wieder Kontaktpunkte zu eurer Zielgruppe zu schaffen, denen immer wieder neue Informationen zu geben. Es bringt auch nichts, denen immer wieder das Gleiche zu zeigen. Das haben die dann schon gesehen. Dann werden die irgendwann blind dafür. Und bei uns ist es so, die allermeisten, ihr kennt das, weil ihr seid selbst bei uns durch dieses System durchgelaufen, die allermeisten kaufen bei uns einfach. So Einwände wie, ja, ich bin mir unsicher, ich muss nochmal drüber nachdenken, hören wir ganz selten. Warum? Weil wir schon so viele Kontaktpunkte mit unserer Zielgruppe hatten. Die meisten, die zu uns kommen, haben das Gefühl, sie kennen uns schon. Sie wissen schon, wie die Produktion abläuft. Sie wissen schon, was sie bekommen. Sie wissen schon, wie die Ergebnisse sein können. Warum? Weil wir immer wieder Kontaktpunkte schaffen. Und ich will jetzt hier aus dieser Regel 4 eine erste Übung machen. Ihr habt alle so ein Notizbuch bekommen, ihr habt alle so einen Stift bekommen, ja, wo wir gemeinsam brainstormen können, was könnten weitere potenzielle Kontaktpunkte sein, die ihr mit euren Kunden herstellen könnt. Welche Informationen könntet ihr euren Kunden geben? Weil ihr denkt jetzt vielleicht, ja, ich habe denen erklärt, was ich mache, was soll ich denen dann sonst noch erzählen? Aber es gibt sehr, sehr viele sinnvolle Dinge und ich habe ein paar Beispielfilme von uns mitgebracht, was wir machen. Und jetzt ist eure Aufgabe, ja, da eine Transferleistung zu machen, also zu überlegen, wie könnte das für euren Fall aussehen? Welche Informationen könntet ihr euren Kunden noch geben oder potenziellen Kunden? So, nochmal hier
einen Schritt zurück, das ist ein Funnel. Was sehen wir hier? 30 Leute haben geklickt und nur 3 haben eine Anfrage gestellt bei euch. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Dass 27 keine Anfrage gestellt haben. Heißt das, dass die kein Interesse haben, dass die nicht für euch geeignet sind? Auf keinen Fall. Das kann 100 Gründe haben, warum die jetzt keine Anfrage gestellt haben. Vielleicht vertrauen sie euch noch nicht genug. Vielleicht sitzen sie auch einfach gerade nur in der U-Bahn und dann kommt die Station, sie stecken das Handy ein, steigen aus und vergessen es. Ja, oder wenn ihr einen Online-Shop habt, sie haben gerade keine Kreditkarte da. Ja, oder PayPal-Login vergessen. Und nur deshalb kaufen sie nicht, aber sie haben Interesse. Ja, niemand kommt zufällig auf eine Seite für Erklärvideos, wenn er nicht in irgendeiner Form Interesse daran hat. Das heißt, jetzt geht es eben darum, immer wieder Kontaktpunkte herzustellen, die immer wieder zu erinnern, vielleicht die letzten Zweifel noch zu beseitigen. Und da schauen wir uns jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Ideen an, was ihr da konkret machen könnt. Also, Idee Nummer 1, ihr könnt Mehrwert geben. Ihr könnt euch überlegen, was kann ich meinem Kunden, potenziellen Kunden noch beibringen, was er vielleicht noch nicht weiß, was ihn vielleicht überzeugt, doch bei mir eine Anfrage zu stellen. Ich zeige euch ein konkretes Beispiel, was wir machen. Bei uns ist es so, ja, in unserer Werbung erklären wir, was ein Erklärvideo ist, ja, und wieso das sinnvoll ist, das zu haben. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid vor Facebook, ihr seht das, ihr schaut auf unsere Webseite, sagt, ja, schon irgendwie cool, aber ich weiß gar nicht, was ich mit so einem Film machen würde. Ja, ich weiß gar nicht, was bringt mir das, was habe ich davon. Ich finde den Film an sich cool, aber was dann? Jetzt haben wir einen weiteren Film gemacht, der genau diese Frage beantwortet, einen zusätzlichen Mehrwert gibt, ja, und den zeige ich euch jetzt. Wenn du Film oder Video für dein Marketing nutzt, dann bleib jetzt kurz dran. Hier sind 5 Tipps, wie du dein Video so einsetzt, dass sich deine Interessenten in zahlende Kunden verwandeln. Tipp 1. Als Werbung. Mit bezahlter Werbung wie dieser zeigst du dein Video deiner Zielgruppe. Das Besondere daran, wenn eine Kampagne funktioniert, ist sie skalierbar. Mit doppeltem Budget entstehen also auch doppelt so viele Anfragen für dein Unternehmen. Tipp 2. Auf deiner Website. Ein Erklärfilm, der dein Angebot in 60 bis 90 Sekunden erklärt, gehört auf deiner Seite nach ganz oben. Besucher müssen nach kurzer Zeit verstehen, was dein Angebot bietet. Sonst sind sie sofort wieder weg. Tipp 3. Auf Messen. Ob auf großer Leinwand oder kleinem Fernseher, auf einem Messestand bekommst du so leicht die Aufmerksamkeit der Besucher. Tipp 4. Hab dein Video immer auf einem mobilen Gerät dabei. Wenn du einen potenziellen Kunden schnell von deinem Angebot überzeugen musst, geht das am besten mit einem Erklärfilm. Tipp 5. Chats und E-Mail. Anstatt deinen Interessenten auf LinkedIn zuzutexten, schick ihm doch einfach dein Video. Nach wenigen Sekunden weiß er, ob dein Angebot grundsätzlich interessant für ihn ist. Das spart beiden Seiten Zeit. Wenn du es richtig anstellst, kann dir ein Film viele neue Kunden bringen. Wir sind Loftfilm und wir wissen, wie man erfolgreich Videomarketing macht. Deshalb siehst du uns auch überall. Du willst einen Erklärfilm und die Strategie, wie man diesen perfekt einsetzt? Dann fülle unser Formular aus und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch bei Loftfilm. Also stellt euch vor, ihr habt genau diesen Gedanken gehabt, hey, Film an sich finde ich cool, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Dann seht ihr diese Werbung auf Facebook oder seht diesen Film auf YouTube und denkt euch, hey, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich gehe ja regelmäßig auf Messen, da könnte ich so einen Film eigentlich mitnehmen. Und schon tragt ihr euch ein, weil euch diese Information noch gefehlt hat. Und die Frage ist jetzt, welche Tipps kannst du deiner Zielgruppe mitgeben? Überlegt einfach mal 1-2 Minuten, welche Tipps könnt ihr eurer Zielgruppe geben? Welche Informationen fehlen vielleicht noch, dass sie sagen, jetzt wo ich das weiß, jetzt habe ich großes Interesse an diesem Angebot. Und auch hier wieder, ja, Video ist einfach unser Medium. Das Gleiche kann auch im FAQ auf der Webseite sein. Das Gleiche kann auch in Form von einem Bild sein oder in Form von einem Anruf, wie auch immer. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass ihr unbedingt das in Film verpacken müsst. Das ist eine Option. Aber es geht eher darum, ja, was sind die Informationen, die ihr weitergeben möchtet? Was ist die Idee dahinter? Okay, dann kommen wir schon zur Idee Nummer 2. Was könntet ihr noch tun in einem weiteren Kontaktpunkt mit eurem Kunden? Ihr könntet zum Beispiel eurem Kunden euren Prozess erklären. Wie läuft eine Zusammenarbeit ab? Wir haben das oft, dass Interessenten zu uns kommen und sagen, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, wie soll dann dieser Film entstehen? Ja, muss ich das machen? Muss ich das Drehbuch schreiben? Macht ihr das? Wie läuft das? Ja, sie wissen nicht, wie so sieht so eine Zusammenarbeit aus. Also haben wir uns gedacht, komm, dann machen wir einen weiteren Kontaktpunkt, machen einen Film dafür und
Wieder gleiches Gedankenspiel. Ihr denkt drüber nach, ein Erklärvideo zu machen. Ihr wisst vielleicht noch gar nicht, nämlich Agentur A oder Agentur B. Ja, ihr wisst noch gar nicht, ja, wie funktioniert so eine Zusammenarbeit überhaupt. Und dann seht ihr so einen Film. Wie entsteht dein Loftfilm? Eine Loftfilmproduktion läuft in 4 einfachen Schritten ab. Schritt 1, das Kickoff. Hier klären wir Zielgruppe, Zielsetzung und besprechen erste Ideen, wie dein Film aussehen könnte. Das Kickoff findet per Videocall statt. Plane für das Gespräch eine Stunde ein. Schritt 2, das Drehbuch. Nach dem Kickoff schreibt einer unserer professionellen Autoren das Drehbuch für deinen Film. Und das ist extrem wichtig. Genau wie in Hollywood gilt, schlechtes Drehbuch, schlechter Film. Deshalb legen wir besonders viel Wert darauf. Das Drehbuch muss deine Zielgruppe direkt ansprechen und dein Angebot verständlich erklären. Schritt 3, das Storyboard. Einer unserer Designer zeichnet für jede Szene ein Vorschaubild. Passend zu deinem Angebot kann der Stil bunt, minimalistisch oder hochwertig sein. Alles, was du verändern möchtest, können wir verändern. Die Haarfarbe schwarz statt blond? Kein Problem. Ihr tragt eher T-Shirt als Anzug? Wird gemacht. Wenn das Storyboard steht, folgt der letzte Schritt, die Animation. Du wählst einen Sprecher für deinen Film? Das könnte ich sein. Oder aber ich. Oder meine Stimme. Und natürlich kommt noch Sounddesign und Musik dazu. Die ganze Produktion dauert im Schnitt circa 6 Wochen. Dein Zeitaufwand? Nur 2 Stunden. Denn alles, was wir von dir brauchen, ist Feedback zu den Zwischenschritten. Grundsätzlich gilt aber, je mehr kreativen Freiraum du uns lässt, desto besser wird dein Film. Wie geht es jetzt weiter? Im kostenlosen Erstgespräch entwickeln wir bereits ein Konzept für deinen Film. Okay, und so weiter und so fort. Also, stellt euch vor, ihr überlegt, gehe ich zu Agentur A oder zu Loftfilm, ja, dann seht ihr das und habt das Gefühl, hey, mit Loftfilm irgendwie, die haben das im Griff. Ja, ihr könnt auch sowas in einem Verkaufsgespräch einsetzen oder auf der Website einbinden oder eben im Retargeting. So. Und also auch hier stellt euch die Frage, welche Fragen stellt sich dein Interessent in Bezug auf die Zusammenarbeit? Welche Fragen hört ihr da immer wieder? Ja, wie lange dauert das Ganze? Was sind die üblichen Fragen, die ihr in eurem Business hört? Welche schlechten Erfahrungen hat er vielleicht schon gemacht? Ja, wir haben immer wieder Kunden, die auch kommen und sagen, ja, ich habe schon einen Film, ich bin aber nicht glücklich damit, der funktioniert nicht. Ja, und dann sagt er uns, ja, ich muss doch das Drehbuch selbst schreiben. Und dann sagen wir, natürlich funktioniert der Film nicht. Ja, du bist ja kein Drehbuchautor. Also, welche schlechten Erfahrungen machen eure Kunden bei eurer Konkurrenz? Und was ist an der Zusammenarbeit mit dir besonders? Wieder 1-2 Minuten, schreibt euch ein paar Ideen auf. Kommen wir zu Idee Nummer 3. Ihr könnt Einwände vorbehandeln. Normalerweise sagen euch die Verkaufstrainer, ja, ihr macht ein Verkaufsgespräch, am Ende hat dann der Kunde Einwände, dann müsst ihr die Einwände finden und lösen. Ich sage, ihr könnt diese Einwände, die ein Kunde hat, schon vorher lösen, bevor sie überhaupt auftauchen, bevor er sie überhaupt laut ausspricht. Und ihr dürft Folgendes nicht vergessen, für jeden Einwand, den ihr hört im Verkaufsgespräch, also das heißt, wenn ihr sagt, hey, ein Kunde hat jetzt diesen Einwand gebracht, dann haben diesen Einwand wahrscheinlich auch ganz viele andere Menschen in eurer Zielgruppe und die haben gar nicht erst angefragt bei euch, weil sie den gleichen Einwand haben. Und wir haben zum Beispiel oft den Einwand bekommen, ja, Erklärvideos, das ist so bunt und kitschig, ich bin ein seriöser Unternehmer, ich weiß nicht, ob das überhaupt für mich was ist. Da haben wir einen ganz kurzen Film gemacht, 15 Sekunden, ja, den wir im Retargeting zeigen, der ein oder andere hat ihn vielleicht schon gesehen. Ja, stellt euch vor, wieder, ihr überlegt, ein Erklärvideo zu machen und jetzt habt ihr beim Kopf, ja, ich bin mir noch nicht sicher, das ist so bunt, ich kenne nur so bunte Erklärvideos. Und dann seht ihr diesen Film. Ein Erklärfilm muss nicht immer bunt und kitschig sein. Ein Loftfilm kann auch so aussehen. Oder so. Trag dich jetzt zum Erstgespräch ein und wir finden den passenden Stil für dich. Und schon bekommt man diesen Einwand viel seltener. Also auch hier, überlegt euch mal, welche Einwände hörst du im Verkaufsgespräch immer wieder? Was sind immer wieder die gleichen Fragen, Einwände, Sorgen, die Kunden haben? Und wieso glauben Interessenten, dass ihr Angebot nicht dein Angebot nicht zu ihnen passt? Okay, machen wir weiter. Vertrauen aufbauen.
Das ist extrem wichtig im Marketing, weil ja, ihr habt jetzt dem Kunden gezeigt, er hat ein Problem. Ihr habt ihm auch gezeigt, es gibt eine Lösung dafür. Aber wieso sollte er ausgerechnet zu euch kommen? Wieso seid ihr ausgerechnet zu Loftfilm gegangen und nicht zu irgendeiner anderen Erklärvideoagentur? Weil ihr das Gefühl hattet, hey, wir glauben, Loftfilm kann das am besten, wir haben da Vertrauen. Und auch hier ein ganz kurzes Beispiel dazu, ja, was wir auch im Retargeting zeigen, und zwar diesen kurzen Film. Hunderte glückliche Kunden können sich nicht irren. Loftfilm funktioniert. Wann machst du deinen? Jetzt zum Erstgespräch eintragen. In diesem Fall haben wir einfach Google-Bewertungen gezeigt, gesagt, hunderte glückliche Kunden, 5-Sterne-Bewertungen. Ja, das schafft Vertrauen. Überlegt euch mal, welche Dinge könnt ihr kommunizieren, damit man euch vertraut. Zum Beispiel, welche positiven Auszeichnungen habt ihr, welche Bewertungen, Zertifikate. Ja, vielleicht seid ihr zertifiziert, vielleicht habt ihr einen Preis gewonnen, vielleicht habt ihr besonders viele Bewertungen. Wie viele zufriedene Kunden gibt es? Das hat einen Grund, warum wir die ganze Zeit damit angeben, wir haben über 1500 Kunden. Ja, weil das schafft Vertrauen. Was ist deine besondere Unternehmensgeschichte? Ihr erinnert euch an den Film, den ihr heute ganz am Anfang gesehen habt. Das ist Jonas, damals als Loftfilm gegründet wurde, 2017. Das ist die Geschichte, auch das schafft Vertrauen. Weil ihr einfach euch damit identifizieren könnt, weil ihr sagt, ich verstehe, wie das passiert ist, ich habe das Gefühl, die können das. Also was sind die Informationen in Bezug auf Vertrauen, die ihr kommunizieren könnt mit eurer Zielgruppe? Und dann kommen wir schon zum nächsten Beispiel oder zur nächsten Idee. Und zwar, ihr könnt eine Erfolgsgeschichte von Kunden kommunizieren. Testimonials. Ja, das kann man als animierten Film machen. Ich zeige euch gleich einen kurzen. Kann man natürlich auch mit echter Kamera machen, wenn Kunden sich bereit erklären, sich vor die Kamera zu setzen. Ja, aber das schafft extrem viel Vertrauen, zu zeigen, schau mal, dieses Ergebnis hat einer unserer Kunden erreicht. Das kannst du auch. Wieder hier ein ganz kurzer Film als Beispiel. Eine 500.000 Euro Umsatz dank seines Loftfilms. War unternehmerisch eine der besten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe. Wann machst du deinen Loftfilm? Jetzt zum Erstgespräch eintragen. So, das Ganze kann man natürlich auch ausführlicher machen. Ja, ich bin Kunde XY, ich hatte vorher die Situation, dann habe ich mit Loftfilm gearbeitet, dann haben wir das gemacht, dann hatte ich dieses Ergebnis. Ja, man kann das kurz machen, lang machen. Aber die Frage ist, welche Ergebnisse hat ein erfolgreicher Kunde von dir erzielt? Und was hat der Kunde gemacht, um dieses Ergebnis zu erreichen? Auch da, schreibt euch mal ein, zwei Ideen auf. Was könntet ihr kommunizieren in eurem Marketing, auf eurer Webseite, was Vertrauen schafft, weil ein Kunde gute Ergebnisse bekommen hat oder mehrere Kunden. Aber wie gesagt, das ist ja praktisch so die Helikopterperspektive. Was wichtig ist, ist, welche konkrete Kunde hast du in deinem Unternehmen? Ja, welche konkrete Geschichte kannst du erzählen? Das ist die Vorarbeit schon für euren nächsten Facebook-Post. Das ist die Vorarbeit für eure nächste Videokampagne, für euer nächstes YouTube-Video, für die nächste Fassung von eurer Webseite. All diese Informationen, die ihr jetzt aufschreibt, wollt ihr im Marketing kommunizieren. Okay, dann habe ich noch eine weitere Idee, und zwar FAQs. Was sind Fragen, die Kunden immer wieder stellen? Bei uns eine Frage, die öfter gestellt wird als jede andere. Hört ihr vielleicht auch oft, was kostet denn das Ganze eigentlich? Und auch dazu haben wir einfach einen Film gemacht. Was kostet ein Loftfilm? Die kurze Antwort, nicht nur 500 Euro, auch nicht 10.000 Euro. Aber wie viel genau? Schauen wir uns erstmal an, wer alles an so einem Film arbeitet. Klar, Sprecher und Designer gibt es bei jeder Agentur. Bei Loftfilm arbeiten außerdem professionelle Drehbuchautoren. Sie packen dein Angebot in eine fesselnde Geschichte. Schlechtes Drehbuch bedeutet schlechter Film, spare also nicht an der falschen Stelle. Auch vom Stil hängt der Filmpreis ab. Wir arbeiten nicht mit Templates, sondern erstellen für jeden Film ein einzigartiges Design. Das kann zum Beispiel so oder so aussehen. Aber der beste Film bringt nichts, wenn ihn keiner sieht. Damit das nicht passiert, gibt es unser Strategieteam. Wir verraten dir nicht nur, wie du deinen Film so einsetzt, dass deine Zielgruppe ihn sieht. Wir entwickeln eine Strategie, die Interessenten von deinem Angebot begeistert. Eine Strategie wie für diesen Film, dass du immer noch zuschaust, beweist, dass sie funktioniert. Was kostet dein Film jetzt also? Um dir das genau sagen zu können, müssen wir erstmal wissen, was du brauchst. Anschließend machen wir dir ein konkretes Angebot. Fülle dafür das Formular auf unserer Website aus und trage dich für dein kostenloses Erstgespräch ein. Also frage dich, welche Fragen
stellen Interessenten immer wieder. Da gibt es noch andere Fragen, die ihr bestimmt immer wieder hört, außer nur, was kostet das? Und diese Fragen, diese FAQs, kannst du schon im Vorfeld beantworten. Ihr habt gesehen, was wir gemacht haben. Wir haben das gleichzeitig auch noch genutzt, um Vertrauen aufzubauen. Wir haben professionelle Drehbuchautoren. Wir haben das gleichzeitig noch genutzt, um den Prozess zu erklären. Ja, das läuft so ab. Wir kümmern uns auch darum, dass der Film gesehen wird und so weiter. Das heißt, wir haben hier in dem letzten Film, den ihr gesehen habt, mehrere von diesen Ideen auch kombiniert. Auch das funktioniert natürlich. So, ich hoffe, ihr habt jetzt alle zumindest die ein oder andere gute Idee aufgeschrieben, was ihr noch zusätzlich an Kontaktpunkten schaffen könnt mit euren potenziellen Kunden, ja, dass sie eben euch vertrauen, dass sie glauben, dass ihr der richtige Partner seid. Und bei uns ist es wie gesagt so, wir bekommen aktuell so 300, 400 Anfragen im Monat und die Leute wissen schon, wie eine Zusammenarbeit aussieht. Die fragen gar nicht mehr, hey, das ist mir zu bunt oder zu kitschig. Die fragen nicht mehr, wie viel kostet das. Die fragen nicht mehr, wie läuft ein Prozess ab. Die kommen und die wissen schon, dass sie bei uns kaufen wollen. Und wieso? Weil wir schon so viele Kontaktpunkte vorhatten, weil wir ihnen vorher schon diese ganzen Dinge erklärt haben. Das heißt, das ganze Verkaufsgespräch haben wir im Prinzip schon in Marketing geführt, ja, ohne dass da jemand sitzen muss mit einem Telefon in der Hand. Und wenn ihr jetzt die ein oder andere Idee habt, da vielleicht nochmal ein Feedback haben wollt, euch überlegt, hey, macht das mehr Sinn oder das? Sollte ich das kommunizieren? Wie kommuniziere ich das am besten? Geht gerne zu Mathieu, Kevin und Bene. Ja, die stehen jetzt gerade da hinten, die sind heute den ganzen Tag da. Die sind wirklich da, um euch zu helfen. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich habe hier eine Idee, ich bin mir nicht sicher oder ich will nochmal weiter brainstormen, sprecht die Jungs an, die haben wirklich extrem viel Ahnung von Online-Marketing, wissen, was funktioniert und was nicht. Ja, oder wenn ihr sagt, hey, ich habe eine coole Idee, die ich in einen Film packen will, macht das Sinn oder nicht, sprecht mit den Jungs, dafür sind sie da, nutzt heute die Chance, gerne auch in der Mittagspause zwischen den einzelnen Workshops etc. Also nochmal zusammengefasst, die vier Grundregeln. Macht das, was bereits funktioniert, anstatt Shiny Object Syndrom, anstatt auf was komplett Neues zu springen. Lieber das, was bereits funktioniert, das kannst du noch forcieren. Nummer zwei, bezahlte Werbung ist besser als organisches Marketing. Vor allem dann, wenn du noch keine Reichweite hast. Punkt Nummer drei, habe einen Funnel, ein System, das du wiederholen kannst, das skalierbar ist, das nicht von reinem Zufall abhängig ist. Und Nummer vier, du brauchst mehrere Kontaktpunkte. Ein einziger Kontaktpunkt, ja, da wird es eine gewisse Anzahl an Kunden geben, ja, oder Interessenten geben, die sagen, ich finde das geil, ich komme jetzt. Aber wenn ihr das haben wollt, dass wirklich immer wieder Leute kommen, die schon aufgewärmt sind, die schon im Kopf gekauft haben, braucht ihr mehr Kontaktpunkte. Ja, die auch nicht mehr fragen, was unterscheidet euch von der Konkurrenz? Das ist zum Beispiel eine Frage, wenn ihr die oft hört, das bedeutet, ihr hattet nicht genug Kontaktpunkte im Vorfeld, ja, ihr werdet immer noch verglichen, der Kunde weiß noch nicht, warum ihr die Besten seid.